Dios, demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, nos sufrió muerte cruel. Y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sing that. Hoch gepriesen sei dein Name. Herr, ich singe dir zu reden. Du machst mein Leben froh. Ich danke für die Rettung. Du kommst vom Himmel zur Erde, zu zeigen Weg, von der Erde zu dem Kreuz, zu zahlen die Schuld, von dem Kreuz zu dem Grab, von dem Grab zu der Höhe. Hochgepriesen sei dein Name. Me levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, bitte. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet. Darum scheine du nun selbst durch mich. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn der Welt. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn. Lass mich sein wie lebendiges Wasser, das durch Trockenheit fließt, bitte. Herr, du selbst bist das lebende Wasser, darum fließe du nun selbst durch mich. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn der Welt. Lass mich sein für die Welt wie ein Hirte, der für andere lebt, bitte. Herr, du selbst bist der allertreuste Hirte, darum sei du nun auch das durch mich. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn. Can you do that? So während der Leute wurde noch geklagt hier. Mit Gott du hier durch dir in Leben. Eias Bions, wie da hocken in Nacht. Aus Frensch der Hei, uns wie ein Ole Tiden. Sing hut ja Pflicht in vierten Socken wach. Aus Frensch der Hei, uns wie ein Ole Tiden. Sing hut ja Pflicht in vierten Socken wach. Gott hat ein Tun für jeder Mensch sein Leben. Du bist ein Ohr, euer Wiesen gemerkt. Gott war dort wie am Himmel dort und beten. In der Gemeinschaft leben mit uns fort. Gott war dort wie am Himmel dort und beten. In der Gemeinschaft leben durch viele Trübel zu wie hier beben. Doch Jesus sagt, als sie bien dohe da. Du erwähnst, weil wir am Himmel hier und beten. In freien uns ab jahren grauten Dach. Du erwähnst, weil wir am Himmel hier und beten. In freien uns ab jahren grauten Dach. Hast du die Orte diesen Harnen schluten? Jetzt die mit Arm und wieder nie Dach. Heil und die Hände im Leben am Tejewen. Dort bringt die Ruhe in die Distre nach. Heil und die Hände im Leben am Tejewen. Dort bringt die Ruhe. Can you do that? Sieh du mein Holz, mein kenn ich mein Gott. Sieh allein Heil und den Herren mein Hort. Sieh mein Gedanken, wie Dach in die Nacht.
denn die Merksol ist da. And the aspects had in what had so true. Am I here, mad me, so friendlich bist du. Du bist mir vor ein Accident. Komm an mir wohnen, aus Hell und in Frieden. Fehlt nicht recht drum, join ihr von der Welt. Und das alles, was hier fehlt, müsst ihr allein beharren, mein Gott. Denn ich am Himmel allein sein. Sie gab bei sich im Himmel beginn. Sie hast gewonnen, voll Fredes mein Wort. Du bist mein alles, mein kenn ich, mein Gott. Du bist mein alles, mein kenn ich, mein Gott. So, wir freuen uns, Predia Jabdek von Blumenau hier zu haben. So, glaube ich, an Abtekum, auch Gott die Sehne, wenn du die Botschaft von dir hast. Ja, es scheint hier, von der an war da Matthew zu sehen. Es ist all nicht stolz, wo ich hier nicht war, sehen, aber es immer war da eine Freude. Hier beginnt dort auch mehr zu leben in des Gottesdienst, in auch so eine Kinderweihe, das Segensgebet. Also, ich glaube, das lohnt sich wirklich, so was das dort immer zu tun, als Gemeinde für die jungen Älteren, dort wie den zwei dort nur Gott bringen, in am dort weihen, in dort Segensgebete überhaben. In gemacht das Elternpaar besonders Motto sprechen, wandelt dich mit Gott, in dort wird ihn wirklich halten, das Kind noch besser, den war ich nur Jesus zu wiesen. Dort ist einfach wie Brücken Gott dazu. Und ich sage immer, eigentlich ist das Gott sein Kind, nicht so? Gott sein Baby, er hat das geschenkt, er hat uns das anvertrauen. Und er will uns als Eltern durch die Brücken, dass er das Kind abtreten kann. Und du willst sagen, je dichter wieder wie mit Jesus leben, je besser weit wir, wo wir unsere Kinder abtreten können. Und Gott will das durch uns. Und so auch als will ich, dass Mert und dass die Gemeinde dahinter steht in Mert haben. Dat. Also, ich von Ansicht wünsche auch durch Gottes Sehen für das neue Leben und alle Paste für das weitere Leben durch. Gut, wir sind von der in den sechsten Passionssonntag. Also, die zweiten Fälle, die holen sich an den 40. Jahr, also, was Jesus auch in der Wüste damals war, wo er beten und fasten deit. Und dann in Deutsch nennt ihn, also dort nahmen sie für die Passionszeit in den zweiten Jahr. Und dort fand dann gewöhnlich an ein Märtweg an, wo dann Aschermittwoch genannt wird. Und dann geht es dort wieder. Und ich persönlich sind wirklich all gesehen worden, wenn ich mich einmal mit diesem ganzen Weich vertieft habe. Von da ganz, ganz oben in Norden, also in Caesarea Philippi, wo Jesus die Jünger damals fragte und sagte, wer seien die Menschen dort exern? Und dort wie alles so Affen anklagen, nicht so ein bisschen murschrig noch. Ich habe immer gefragt, wer sei je dort exern? Und dann sieht Jesus, Petrus im Namen von den Jünger, du bist Christus, die sehen Gottes. Und du erst, wo er das erste Mal zu uns sagte, in welchem Wort, dann erst dort nicht alle reut, dort wie wir nach Jerusalem gehen. In Ecuador leiden und sterben und abstehen in so die Welt, das Erlösungswerk vollbringen. Also, dort ist die ganze Passionszeit. Und dann, wo er dann ab den Verklärungsbuch geht, und du von Gott gestorben wurdest, dessen war ich zu gönnen, in dem Moses und Elia mit am
wird alles durchreden deuten in der Stadt. In hier von deren, in dessen Tags, in den Kontext, wo wir sein, fingen wir dort, dass Jesus nun all ganz dicht bei Jerusalem ist. In wird all nicht lang, aber dort zu gehen. In den Kalender, Kirchenkalender, fängt von deren, was wir nennen, der Heilige Weg an. Karwache wurde dort genannt, über wie Ostice, wir sind natürlich nicht so sehr bekannt mit dem alles, aber ich glaube, Jesus hat bekannt in der katholischen Kirche, er war sehr, und dessen war ich die 40 Jahre geforst, indem sie nicht wurden Rindfleisch essen, also mehr bloß Fischfleisch, aber ich weiß gar nicht, wie ernst das genommen wird, dass sie wirklich diese Zeit immer weiter an Jesus denken. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns immer frisch mit dem vertiefen, tun, nicht bloß ab in den Ofen mal. Aber ich weiß, dass Jesus, der hat ganz klar gesagt, viertet Abendmahl und denkt immer weiter daran, was ich für ihn getan habe. Eine Passionszeit soll auch dort dienen, um uns immer frisch vom neuen Wort zu sein, was Jesus wirklich für uns getan hat. Und an dessen Sonntag, also was dann der erste Passionssonntag ist, erinnern wir uns daran, was Jesus ganz, ganz kalt für seinen Tod auf eine dramatische, alttestamentliche Wiese in Jerusalem als König nennen kommen dort. Und dort nennen wir den Palmsonntag. Und wahrscheinlich wird das sind auch deswegen genannt, wegen sie kriegt Palmen von den Bäumen aufschneiden deuten, also die Blätter, die ab den Weich schmeiden, dort Jesus können, ist es dort ab den Weich nennen kommen. Und ich weiß nicht, wo bekannt das ist, aber gewöhnlich, wenn ein König ab den Thron abkommt, da wird er gewöhnlich ein rote Zeichen sein, nicht so? Ein langes rote Zeichen, wo bei dem Thron ist, wo die dann gehen. Dort in, hier deuten der Gänger eigentlich ihre Kleider und Blätter ab den Weich schmieden, damit Jesus mit dem Eseltaub dann können du oben in der Stadt nähen kommen. Und ich habe das Thema von denen ganz so einfach gestaltet. Jesus sein Entzug in Jerusalem als ein König. Nicht bloß Jerusalem. Haben wir alle mal in Jerusalem nicht gekommen, wenn wir die Reisen Jesu betrachten, und ab Long Korten, wo dort von den ersten Tagen viele Bibeln, all erst einmal, wie dort, durch dreimal wird Jesus erst nur Jerusalem gekommen, wenn wir diese Reisen durch nur checken. In dem Mal kam er auf einen ganz besonderen Weg, und heute kam er aus dem König. Und wir haben hier drei Punkte rüttennehmen mit diesen Tags hier von dir, mit Lukas Kapitel 19, Vers 28, Bad 44. Und ich nehme an, du hast einen Dank, wenn ich den auf Hochdeutsch lesen darf, nicht so? Ja, wenn ich prüfe das alle Plattdeutschen, ich kriege das nicht an. Ich dachte, der würde hier vielleicht ein Plattdeutsch gelesen worden, aber ihr könnt ihr wählen in der Bibel dort nur checken, also Lukas Kapitel 19, Vers 28, der ich feiere 40. Und du lest, wie es steht. Und als er das gesagt hatte, zog er fort und reiste nach Jerusalem hinauf. Dann, als er sich Bethphage und Bethanien näherte und an den Ölberg kam, sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht hin ins Dorf gegenüber. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, dann sagt zu ihm: Der Herr braucht es. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sagten seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Als er nun weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg aus. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Schar der Jünger an, fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Wundertaten, die sie gesehen hatten, und sagten: Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer im Volk sagten zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete ihnen:
Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und als er nah herankam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du, gerade du, wenigstens an diesem Tag, deinen Tag erkannt hattest, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, an denen deine Feinde um dich einen Wall aufschütten, dich belagern und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. So wird hier die Bibel falsch. Also mein erster Punkt, was mir hier wichtig ist, das ist von Jesus. Sein großer Mut, in, ich möchte auch sagen, seine Tapferkeit, oder wie nennt er einst mal auch, die Heldentat, dort ein großer Held hier wir. Wenn das sage ich hier in Vers 28, als er das nicht alles gesagt hat, ging er vorab nach Jerusalem. Und als seine Jünger zum ersten Mal, als er seine Jünger das zum ersten Mal mitteilte, dass er muss nach Jerusalem gehen, und dort viele Leiden entstorben, da wir hier dort in Caesarea, wo ich mitteilen dort, und ich glaube, ihnen ist es bekannt, dass Petrus einfach verarmt ging und sieht am nichts von sind. Das lässt sie dir nicht gefallen. Du gehst nicht dort hin, den die du anbringen lassen. Und heute sehe ich ihm doch ganz klar, Gott, du hängst an mir. Du darfst mich hier nicht im Stich tun. Das ist Gottes Weg, das ist der Gehorsamsweg, und ich muss nach Jerusalem gehen. In der wenn wir den Kontext von unseren Tags nehmen, also dort wird wieder alles lesen, da fing wir dort, dort Jesus hier all in Jericho wir, und es ist wieder zu verstehen, da wir hier bei Zachäus. Und das werden eigentlich um 30 Kilometer von Jerusalem, wo er all wir, also das meint, er ist all weit vom Norden raufgekommen, das hat hier, sage ich, er hat das, sage ich, nabgegonen, nicht so, also Jerusalem wie Hecher aus Galiläa und du alles, also du wirst genannt, hat nabgegonen, aber almost, er ist nur all dich bei. Und damit wisst Jesus das ganz klar, ich habe das Ziel mehr erregt, für dort, wo ich auf diese Welt gekommen bin. Ich sage, mehr was du, wo das nun wird passieren. Also, er sagt eigentlich all sein Eng von sein Leben auf dieser Welt. Wo er dort bei Jerusalem, als Bitter konnte, Stadt Jerusalem, wurde sein Leben handgeben und es ist dort dort im Opfer für die ganze Welt gegeben. Und das weiß Jesus alles. Er sagt dort all, in Korra ganz klar, was wo er wir und was nun alles passieren wird. Und trotzdem, er das alles wisst, sagt er hier, er ging die Gruppe vorab. Oder im Hebräischen sagt er, er ging ohne Spätz. Er ging das Verste. Dessen war ich nun in Jerusalem. Und dann denke ich an, zum Beispiel, dass die Jans, ich weiß nicht, wo bekannt sind das erst, aber die fliegen juck immer dessen zwei, aber das ist immer dort angetischt worden. Wenn der Verste ist, meint es, oder die Jans sein, dann kommt den Hängen, dann nimmt eine andere und schneiden damit die Lauf ab, dass die andere dort leichter haben, das dort. In das Bild sage ich hier von Jesus. Und heute geht aber nicht auf Tischen mit den Jüngern. Heute ging ganz bat um eng. Jo, die wollten das Kreuz Gottes erkennen. Jeden Latz, seht ihr nach der Sine Jünger, bet für mich. Halt mich, dessen Kampf, bat um eng vor dich zu kriegen. Und dort ist das Bild, was das hier in Hebräischen Brück, er ging ohne Spätz vorab nach Jerusalem, der ich das ganz alles. Und wenn wir in den Kontext lesen, dann merken wir dort, dass die Schriftgelehrten Pharisäer, also die Hügelrote, die geistliche Rote, wird wieder genannt, der hat all den Beschluss gemerkt, wenn irgendwer dessen Jesus wird säunen, dass er hier untermalten, dass wir den wollen grieben und dort merken können, dass wir ein Gebot ausgegangen sind.
Das ist, was soll passieren. Und Jesus wusste das alle. In gewöhnlich wird ein Mensch dann wahrscheinlich irgendwo in eine Plitsche Gosse oder eine Gosse, wo nicht so bekannt wird, in der Stadt nähern kommen, in sich dort wahrscheinlich wo verstärken, dort am nicht wurden entdecken. Dort erst die menschliche Angst, nicht so? In Jesus sei dort nicht. Jesus, trotzdem hat er das wisst, will er nun den Weg zu gehen, was Gott all im Alten Testament, der ich Zacharias gesagt habe, checken mal, Tochter Zion. Die Kerne kämpfen die Jünger auf den Esel, auf den Falm von den Esel. In dessen Weg will Jesus am Gott ganz gehorsam zu sein, in er kam es dort in Jerusalem, dass alle Mann am seinen muss. Er kam auf keinen verstärkenden Plätschen, war ich irgendwo in Jerusalem nähern. Trotzdem hat er alles wisst, was nicht mehr am wird passieren. Aber er kam nähern auf einen Esel und das wies von Jesus seine große Tapferkeit, aus dem steht von seiner Feigheit, also von seiner Angst. Und er kam einfach in Publikum, das dort nähern, auf einen Weg von den alttestamentlichen Weg des Königs, dort die Janität deuten. Er kam auf so eine Weg, dort hei einfach von alle gesegnet ward. In det können hei bloß staunen, wie es det Gottes Willen entplohen wir, in hei ganz Gottes Willen gehorsam wir. In so ist das Meiermul im Alten Testament mit die Königs passieren, dort wann sie ihren Thron bestehen, dort also das ward offenbar, dort sie wurden Königs sein, da ward ernt ab in Tier, oder ab in Wählen gebracht, in der Wart in der Stadt Ram gefahren, in dort gewesen, das als ans König nö. In so kam Jesus nö, im Bild vom alttestamentlichen König, nicht so? Er kam hei nö, in Jerusalem nähern, in weiß denn dort, tick das erst, wo das nö passieren wird, ich will jün König worden. Und wir kennen dessen Mut, in dessen Tapferkeit von Jesus, nicht sehr genug betonen. Das ist wirklich wichtig, dass Jesus uns diese Tapferkeit gewesen hat, in Heiplon und organisiert selbst seinen Einzug in Jerusalem, und dort wird wirklich eine große Heldentat von Jesus. Ich weiß, dass Moses und Elia die Mücken haben durch den Mut. Dort ist uns ganz klar beschrieben. Die reden mit ihm über diesen Ausgang in Jerusalem, was passieren soll. Die mögen am Mut. Aber die Jünger, keiner mögen am wirklich Mut. Und dort sage ich sogar, ab einer steht, dass sie mit Angst ein bisschen so treten, ein bisschen hingeron gingen. Und nicht wirklich mit Jesus taub durch Fähre war ich gingen. Und du weißt, es, für mich ist es wirklich wichtig, diese Heldentat lebt Jesus, was in der letzten Nacht für seinen Tod freiwillig übt. Und in erster Geschichte auch bekannt von der Nacht im Garten Gethsemane, wo Jesus einfach ganz klar fragte, wem sehe ich hier? Na, Jesus von Nazareth. Dann sage ich da, hier, ich sende es. Und die schrocken einfach drei in der Zeit und sie fallen sogar ab ihr. Da fragt er noch einmal, wem sehe ich hier? Na, Jesus von Nazareth. Sag ich, ich sehe ihn dort, ich sende, nehmt mich, aber lohnt meine Jünger doch. Wenn er wüsste, seine Jünger, die werden noch nicht reut. Ab dessen war ich zu sterben. Dort wurden sie Luther erst sehen, aber dann werden sie noch nicht reut, mit am Taub zu sterben. Man sieht dort alle behaupten, dass Petrus dort auch sieht, oh ja, yeah, ich sind reut, mit die zu sterben. Und dann sage ich dort, in sie sehen, fuhrt alle Jünger. Und die werden gleich wirklich reut. Die randen war ich. Und er hielt sich einfach freiwillig in die Hänge von seinen Mörder. Wer von uns wird reut sein, das zu tunen? Du wegen jetzt eine gewollte Heldentat, was wir hier von Jesus sehen. Und zweitens möchte ich nun eine andere Sache betonen, was mir hier auch wichtig ist. Und dort ist Jesus sein Heilsangebot. Wo er sich anbieten darf,
König in ihr Leben zu werden. Nicht ein politischer König, ein himmlischer König. Dort erst wird hier umbeuten, der. Und das sage ich hier ganz klar. Als er nur drei kam, sah er die Stadt in Funk unterroden über ihr in See. Wann doch auch du und dessen dienen doch erkennen wirst, was zu dienen Fried deinen wird, aber dort erst verdiene irgend Hell. Du bist blind für das Heilsangebot. Also mit anderen wird gesagt, sogar die Jünger selbst, die können das noch gleich wirklich verstehen. Und noch viel weniger die anderen. Aber da, wo die Hänger rankommen, in am Loven, in Preisen und so weiter, das mag wir, wenn wir die Geschichte, den Hintergrund finden, da mag wir einfach, ihr ganze denken wir, nun wird Jesus als ein politischer König in Jerusalem auf dem Thron stehen. Dann wird er uns mal wieder freimerken von den Römern. In der ganz Palästina mal wieder selbstständig sein in unserer Königherrschaft, mehr sein, bitte unserer Gottesherrschaft. So ein König lehnen sie ab. Und Jesus sagt, der Tempel ist so blind, die kennen das noch nicht. In Lukas stellt uns das mehr. Jesus fängt einfach an Terror. In welche dort griechische Wort hier, was hier gebraucht wird, verrohren, dort ist noch ganz was anderes, als wenn du in Eck noch mal rohren. Es sei denn, wie sind sei ja, weihe tun in das dort. Dann kommt das Rohren bei uns über Deel. Aber bei Kinder mag wieder das Ferken, dass die wirklich weihe tun sind. Und dann rohren die, und dann sagen wir, nun ist das all okay, nicht hier ab. Naja, dann braucht das Kind dann abzuhören, und mehr so, und dann rohrt das weiter los. Und weil diese Däupe Weideau wird hier im Griechischen beschrieben, was Jesus über Menschen hat, was dort nicht seinen, was heute für ein König ist. Was heute für ein Rader in Heiland ist. Und wenn hier von der und nach Menschen sind, was dessen Jesus nicht haben, in der Schatz, die leider Worte gesungen worden, also wo Jesus einladen wird. Und wenn hier jemand ist, was dessen Jesus noch nicht aus König hat, da hat er klar, Jesus rot über den verlorenen Zustand auch. Denn der ist so weh, wenn Menschen in dessen verlorenen Zustand ab dieser Welt sind, in der bloß einfach nicht seinen, was er ernt an beiden dort. In der Däupe Rohren, in der Däupe Joma hört über uns Menschen, dort redet von Jesus seine Däupe Leib und von seine Däupe Erbormen und ich möchte hier von dir sein, über dort verlorene Jerusalem. Wenn heute sagt, Jerusalem, Jerusalem. Und du wehst, dort sage ich über alle Menschen von dir, die du verloren sind. Also Jesus, der hat ein ab Deutsch nennen wir dort ein inbrünstiges Verlangen. Also ein Verlangen, was von deinem Horten kommt. Dort Jerusalem sich doch wird zu Gott bekehren. Dort fingen wir hier. Und dort sie Jesus wurden aus dem Messias, aus dem Rada, aus dem König, alle Könige aufnehmen, in abnehmen, in ihr Leben. Dort wir Jesus sehen, deibet Verlangen. Und dort mag wir immer wahrer, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, die wenige Mal, was er gekommen ist, aber du merkst, wie dort die Menschen in Jerusalem das Heil Gottes unterbeugen, in Ernte laden, nehmt dort doch, und kommt nur Gott in das dort. Und wir merken dort, immer wahrer werden die Fehler, die dort nicht annehmen deuten. In Lukas Kapitel 13, Vers 34 bestätigt das Säuerklor. Du lest, wie das steht: Jerusalem, Jerusalem, die du dort merkst, die Propheten in Steinigs, die zu dir geschickt wurden. Wo Ferken habe ich deine Kinder und jünd alle, kovig sein, versammeln wollen, dass eine Klug ihre Kickel und ihre Flächen versammelt. Und dann sagt er: Aber die wollen nicht. Ich will das immer wahren, aber die wollen nicht. Menschen, die schlauten sich tief für das. Und wenn Menschen Jesus auflehnen, am nicht wollen, da will ich ihnen dort noch einmal sagen, dort ist wirklich zum Ruhen. Und kein Wunder, dass Jesus hier
Und dessen Tag, wo er aus dem König ab in Esel nennt, über Jerusalem rohren deut. Wenn er sagte bloß einfach, wo hört in kalt diese Menschen bleiben. Und danach, wenn wir nicht daran denken, mit was er in Jerusalem nennt, kommen deut. Also, er kam mit dem Esel in der Stadt nennt, gereden, was ein Symbol von Fried wäre. Also, von der ersten Tag, hier man ans Dietsche, er hat die Esel, also die Bordaschpferden, ein bisschen lehen nun, nicht so. Die wurden ein bisschen verachtet. Aber weil die Tianetit werden dort Friedenstieren. In wann jemals wurden die Kicken, ab Video, wo sie vom Bordasch allerhand erklären, dann denke ich, Pferden so, wie sollen viel, viel mehr Bordasch an uns haben. Die tun eine Garten deins. Manche Tieren sind dort, die beschützen die andere, verwilben all seine Sachen, ist dort, in die fingen den Wachterch und so wieder. Und sind wirklich gute, gute Tieren. Und dort hier, das Friedenstier, dort sei wie hier, dort braucht Jesus nur symbolisch in Jerusalem kommen aus dem Tiernik. Und was geht im Alten Testament, wenn die Tierniks kommen in einem Piet reden deuten, was dort bedeuten deut? Dort bedeutet Krieg. Und Jesus, der kommt um mit einem Friedenstier und sagt, was geht, er kommt symbolisch mit dem Tier nur in welchen Fried anbeuten. Ich beide den Fried an, was ihr wirklich haben könnt. Und dann den zwei Arm aus Herrn und Heiland anzunehmen. Mit bewusster und ganzer Aufsicht versucht Jesus sich hier, aus dem König von Fried für Jerusalem anzubeuten, der in euch läuft und nicht durch eine militärische Macht glücklich merken will. Dann hat Jesus nie nicht geplant. Und ich weiß, dass im Alten Testament fingen wir diese beiden Linien. Da fingen wir die Linie, wo die Menschen an einen militärischen Messias dachten. Und dann fingen wir auch hier diese Linie von einem liebenden Messias. Und die Juden, die werden viel mehr, sogar die Jünger, die werden viel mehr hier oben, dass sie einen militärischen Messias wollen. Und dort hat Jesus hier ganz klar gewesen, ich sehe nicht euch, ich sehe ein Friedlicher. In Jesus hat bat am Ende von seinem Leben einen eindringlichen, also das dringend einfach durch mit diesem Liebesappell an seine Landesmenschen, was er merken soll. Und das erst, als wenn er hier an diesem Tag von dem Einzug in Jerusalem aus Wörterkönig noch einmal werden seine Hände ausstrecken soll in sehr Jerusalem. Wirst du mich von deren an diesem Tag aus dem König abnehmen, aus Friedenskönig. Er kommt zu dir. Kann ich in dein Leben hinkommen? Das ist das Angebot, was Jesus hier gegeben hat an diesem Tag. Und die Juden und sogar die Jünger, die verstanden Jesus in Anzug noch nicht wirklich ganz vollständig. Trotzdem der Prophet Zacharia das so klar gesagt hat, die Tochter Zion, Friede! In Freddy Seier, die Tochter Jerusalem, Joch, kijk mal, den König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Halper, um in Ritt auf ein Form von Esel. So klar und deutlich, aus dem Alten Testament gesagt wird, aber sie erkannten das nicht. Wir ist man das verehrte irgendwo, wie das Jesus das hier sagt. In Johannes, hat hier Nabit Luther sein Evangelium geschrieben aus Markus, Matthäus, Markus und Lukas. In welche, was Johannes uns mitteilen wird, in Kapitel 12, Vers 16, sagt er ganz klar, wir verstehen dort da noch nicht wirklich, was Jesus in Jerusalem nennt ging. Was er zu bedienen hat. Erst nur die Auferstehung, dann doch wieder an und können das verstehen, dass das dort von ihm geschrieben steht. Lest ihn dort, wo Johannes dort geschrieben hat. Johannes 12, Vers 16. Du sagst er dort, dann ist Covid das mal wirklich verstanden. Aber nicht an dem Tag, wo Jesus nennt. Gut, und dann den letzten Punkt.
was der Kim auch mitteilen, das ist das Resultat von Jesus sein Heilsangebot, was er deut. Also viele, die nehmen Jesus ganz gut ab, in Ehrverständnis, was sie haben, nicht so? Und wir lesen durch in diesem Fall 37 und 38, die ganze Schuhe von den Jüngern, die fängt an, voll Fred, Gott mit Lüdestern zu loben, wegen alle Toten, die sie gesungen haben und raubten. Gelobt erst, der durchkämpft im Namen von dem Herrn. Fred erst im Himmel, in ihr, in der Höhe. In unter dieser Schuhe werden viele, die mit Jesus von Jericho mitgekommen werden. In auch viele, mag wie du, wenn wir die Paralleltexte lesen, sagt er, durch viele aus Jerusalem, die werden am entgegen gekommen. In Loben und Preisen am hier, für dort, was er gedonen hat, all die Wunder, was er gedonen hat. In Jesus, der deut mit dieser großen Schuhe, kam er dann das dort taub in Jerusalem nähern, in loben Gott für was wirklich alles passiert wird. In, wenn ihr den Text lesen wollt, nicht einer brachte das Rüt in Lob Gott dafür, dort nicht mehr als vor es nur wenige Dauern, was unsere Erlösung um Jesus von Golgatha vorig worden. Wen sie wissen das noch gut, verstehen das noch gut. Aber sie loben Jesus für dort, was er bei dir getan hat, nicht so? Aber hier kommt noch nicht dort Rüt, was er noch alles tun wird. In die Ursache von dieser Frage, dass wir viel mehr, wenn es das der Evangelium dort beschrieben, über die Wunder, die sie gesungen haben. Und dass wir auch fehlen, dass sie Jesus zu verloben deuten. Und der Lobpreis von dieser Jüngerschau wird von Jesus willkommen gehalten, also angenommen, dass sie am Stitt loben deuten. Und Jesus sieht zu Gott, die Pharisäer, die diesen Lobpreis verhängen wollen, dass Jesus will der Stelle merken, sie haben bloß weggeworfen. Und diese wollen abhören, wollen die Steine schreien. In Eckstone, wirklich, du Eva, würde die Steine geschrien haben. In welche Worte ich damit meine? Als ich alles abhört, von Jesus zu zeugen, dass alles um Christus auf Golgatha, was passiert, eine dunkle Finsternis kam. Grautet ihr Beben. In der Vorhang, der reicht von oben, bat in ganzen Twer. In viele Gläubigen, die stünden ab, in kämen in Jerusalem zu den Heiligen. Aber wenn ich an denk, wo die Regierung dort alle Probe bewirken, am Grof, wo Gott rauf kam, auch war mit dem Erdbeben, in der Engel in den Steiner der Rollen zu sieht. Er rollte sie zu sein, in jeder Stunde ab. Und jemand hat es dort gesagt, wo Menschen ihr abhören zu reden, da redet Gott mit der Hand, er mit seiner Tür. Und wo die Menschen probieren, dort gern zu tun, dann merkt Gott, er ist ausgelähmt. Und die Soldaten um Christus auf Golgatha, die werden ausgelähmt, die können nicht anfangen. Dort ist, was Jesus meint. Wenn die Menschen nicht wollen abhören, von mir zu zeugen, von dem alles zu reden, da werden wir in der Tür reden. In Gott redet so ein Lied, der ist in der Tür. Und wir sind dankbar dafür, dass Jesus dort können, geoffenbart und verherrlicht worden. Wenn wir wissen, dass der Hauptmann von den Soldaten, der sieht, zu dem alle Sachen dort erleben, dann sagt er wirklich, als das Gottes Sehen gewahrt. Und Jesus sieht nur dem, was ich schwor erhöht sein, weil ich alle Menschen zu mir trage. Und hier sind wir dort, wo ein Hauptmann, ein römischer Soldat, getragen wird. Und dort anerkannt, dass das wirklich Gottes Sehen gewahrt. Ende, wie man ihn überkriegt, dass jeden Teil hier. Dort der ich, dass sie wollen haben, dass Jesus soll in der Stelle merken, sei wie hier das jeden Teil. Es steht, dass sie Jesus in der Stadt, in am Loven, in Mert am Taub, in Jerusalem nennen gingen, schauen sie am Tisid, in Nomen an nicht an. Und dort kann Jesus sich nicht überfreien. Dass er dann so weit, dass ihr schon seht, dass er einfach ruht und wirklich von ganzen Horten, dass sie doch dort ernst sein würden, was er
für Fried, er wird für ernten größter Fried können entgegenkommen, wenn sie Antworten annehmen. Aber ich sage, das ist für jene Jürgen Tau. Die seien dort nicht. Jemand, der sieht mal, nichtgläubige Menschen, die lesen die Bibel, merken den Tag über die Jürgen. Aber die Gläubigen, die lesen die Bibel persönlich und noch durch den Tag von der Düsternis Eva. In der Geist Gottes halb uns, das wird zu verstehen, die Jürgen abzumerken, dort wie das sein kann. Aber das kann bloß nicht sein. Und er kann von der nicht anders aus sein. So eine Blindheit, die ist traurig und das ist schrecklich. So eine Blindheit, Jesus nicht aus dem Radar zu sein, dort ist schrecklich. Wo wir hin? Wegen der bringt schreckliche Konsequenzen und Folgen mit sich. Und Jesus, der geht das hier ganz klar an in den 43. Vers, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du das nicht erkannt hast, was wird schrecklich passieren mit dir. In wirklich 40 Jahre nur dem, was Jesus das gesagt hat, ging Jerusalem total mit den Ungern. Und ich weiß nicht, was ihr die Geschichte mal gelesen haben, der ist nicht in der Bibel, das ist ganz klar, und das würde auch tischreichlich sein, würde ich sagen. Aber wenn ihr die Geschichte lesen, dann wird in Jerusalem passieren, dass während dieser Monaten, wo Rom, Rom ernt wir, in so heute Zeichen, die wollen einen Wall Rom, die scherden, also wird die Janne Tiet deuten, die deuten gewöhnlich die Erden und scherden und die Meer, immer Herrchen, Herrchen, was sie schließlich können Eva kommen und dann die Stadt annehmen. Und dort erst wird Jesus hier sagt, dort wird beginnt passieren, und du wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben. In Jerusalem ging eine schreckliche Sache durch. Und Jesus sagt, dort wird so euch sein, als noch nie nicht vorhergewas ist, und Luther nie nicht wird sein. Das wie eine schreckliche Sache, was Jerusalem durchging. In Jesus sage ich, das wird kommen, wie es Jesu eigen Körper sind, mich nicht aus Friedenskern nicht annehmen. Und das passiert. Eine sehr trüge Sache ist das passiert. In der Strophe, die hat könnt fehlgebildet worden, wenn Jerusalem den Traum von dem politischen König mal wurde haben abgegeben und Jesus aus dem König aller Könige wurde angenommen haben. Wie es sage ich, das wird passieren, willst du die Titel deiner Heimsegnung oder dessen Tag von deinem Heil nicht erkannt hast. Und Jesus hat besonders auch den Hürgen Rot diese Konsequenzen fährgehauen, was mit irgendwas passieren, dort sei nicht glauben dann. Und das lesen wir in Johannes 8, Vers 21, du sagst hier, dann sieht Jesus nochmal zu den Hürgen Rot, Echo war ich, und die wurden mir segnen, und in jenem Sinn sterben. Und wo ich hingehe, wie kann ich euch ankommen? Das schrecklich, nicht so? Jesus Segen in einen Sinn sterben und ich kann zu Jesus kommen, weil die liebe Schwester dort ist, der euch Heil. Bringt Jesus hier sehr klar rüber. Wer Jesus nicht wird annehmen, in seinen Sinn sterben, der kann bloß eben an diesen schrecklichen Platz. Dort erst wird Jesus ihm ganz klar sagen, dass wie es ihr mich nicht annehmen, dann wo ihr durchhauen kommen. In schreckliche Konsequenzen folgen, können wir uns nicht überdenken aus der ewigen Hall. Und ich mache hier nun mit ein paar Frauen schlüten. Eine Frau erst, wo sieht Jesus seinen Einzug und dessen Psalm sind auch in uns Leben? Ist Jesus in dein Leben hineingekommen? Habe ich Jesus wirklich aus unserem Heiland, aus unserem Herrn in unser Leben angenommen, dass er nun wirklich aus Herrn in unser Leben herrschen kann? Und weit wir in erkannt wie von der in der friedlose Welt, wo wir beim Leben tun, wo du so gottlos ist, erkennen wir dort wirklich, was uns zum Frieden deinen wird? Oder sieg wie auch ob falsche, wie falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen unseren deipen Frieden? Haf Jesus, oder haben vielleicht deine Eltern auch bitterlich über
die gerührt werden, die so eine Blindheit geschlagen bist, und du nicht erkennst, was wirklicher Friede ist. Oder haben wir Jesus aus dem Friedenskönig abgenommen, den wir neu in unser Leben folgen? Ich wünsche, wir werden hier von dir an alle Söhne, der Jesus aus Erden Heiland in Herrn angenommen haben, in am Trü folgen. Und möchte dieses Psalmsonntag, Palmsonntag, uns dazu helfen, informieren, uns die Kraft geben, uns Leben Tag für Tag für Jesus Hand zu geben. Ich möchte Gott uns die Hand segnen und uns helfen. Amen. Wir haben noch zu beten. Vater in den Himmel, wie kann ich anders als die von deren Glauben und Preisen verdienen, gerötige, wolke Leute, die du zu uns Menschen hast. Du hast den Allerbastet vom Hort losgeredet, nämlich Jesus, und hast dort auf diese Welt geschickt und uns dort hier geschenkt, damit wir nicht können, von der ewigen Strophe erlöst worden, dort ewige Leben haben, in Ewigkeit auch bei dir sein, wenn wir das Leben rückgehen tun. Und wir danken dir, dass du, Herr Jesus, auch willens wirst, diese scheine Herrlichkeit loszuloten, in diese Rundreise zu merken, uns hier zu besiegen, in diese Leib hier zu geben, die uns zu leben, in für uns die ewige Erlösung am Kreuz auf Golgatha vor dich zu merken, in wo du dann abstündst, in du mir dort bewiesen hast, du hast den Sieg gewonnen, in dort wir in diese große Osterkraft nicht kennen, wirklich dort große Vertrauen, die Hoffnung haben, dort wir in die kennen, dort ewige Leben haben. Und wir beten, dass du uns immer wieder musst irgendwo merken, dass wir die Beter kennenlernen können und dass immer frisch nie erkennen, was wirklich zu uns heil deinen Dät. Und halb uns, mit dir zu leben, die treu zu bleiben, was um eng von uns leben, und bewahr uns dafür, dass wir nicht sterben, in Sinn sterben, sondern dass wir aus gerade Gottes Kinder können dit Leben rückgehen, um nicht diese schreckliche Folgen zu leiden, wo von dem Bibelwort reden wird, wo du kommen wird für all die, wo du nicht und die geläuft haben, in ihr Leben nicht für die Hand gegeben haben. Möchtest du uns helfen, in dieser Ostertät wirklich und dit alle zu denken, dort zu schätzen und wir zu achten, in dir in uns Leben zu haben. Und so beten wir auch, dass du uns verzeihen möchtest, wo wir uns hier mal nach selbstsüchtig sind, in uns Egoismus so hoch erst, dass du nicht wirklich alle wegen Gottes Herr sein uns Leben. Heilige, reinige uns und verzeih uns. Und jaff dir den Heiliger Geist frisch ab in Storchenweichen uns können kommen, dass David beten dir, fäll mir mit einem neuen, gewissen Hoffen Geist, dass wir mit dir taub leben können, und mit dir taub in Gemeinschaft kennenlernen. Und ich will dir von dir auch danken für diese Gemeinde hier, die du hier hast, und für all die Arbeiter, die hier schaffen dann über verschiedene Wege. Und ich bete einfach um deine Segnungen für Ernt. Segen Ernt mit Weisheit, mit Mut, mit Leib und mit Freudigkeit, diese Gemeinde zu leiten und die verschiedenen Dienste hier zu daunen. Und möchtest du auch all die, was hier als Lieder sind, auch segnen und dort schenken, was sie brücken. Segen die Eien, segen die Familien, auch die jungen Kinder, die dort angeboren wurden. Segen auch die Jugend, die Mini-Jugend in den Kinder. In Jeff, Herr, dass sie alle kennen und ja deine Segnungen sehen. Und wir wollten, wir sind einfach von dir aufhängig. Und wir danken dir dafür, dass wir kennen von dir aufhängig sein. Du im Bet, wir sehen die Ernte wirtschaftlich, gesundheitlich und geistlich. Wenn du bist am Leib, Seele und Geist besorgt, in Halb, Herr, dass sie diese Segnungen immer wahrer kriegen können. Dort beten wir alles in deinen Namen. Amen. So, Gottes Friede mit dir.